Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Lustler 1510 Video. Sodomie, Pädophilie, Nekrophilie. Ich beschäftige mich mit solchen Themen. Ich spreche offen über das Thema Sex. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich denke, man kann da ganz normal offen drüber sprechen. Ich bin Nekrophil, Pädophil, Sodomist. Für alle, die nicht wissen, was Nekrophilie ist Sex mit Leichen, beziehungsweise Schwärmerei mit Leichen. Ja, also ich persönlich habe damit nie ein großes Problem gehabt. Ich glaube, es war ein Mann. Und wenn ihr merkt, wow, das fasziniert mich, ihr könnt euch darauf konzentrieren und eure ganzen Sachen verbessern in dem Bezug. Ich bin im Internet das und das und hier und da und überhaupt und sowieso nicht und so und so weiter. Warum? Ich werde als Lügenlord bezeichnet. Ob ich wirklich der Lügenlord bin? Ja, ich lüge. Ich lüge mehr als andere. Sie mögen recht haben. Es bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Ich bin kein besonders intelligenter Mensch, ich bin dämlich, ich bin geistig behindert, geistig eingeschränkt. Aber was so Sex mit Tieren angeht, das hat sich deswegen da rein gespeichert, angeklickt, da sieht man ein Bild von einem Pferd, das eindeutige Pose mit einem Mann hat, der dumme ist. Ich finde sowas geil, ich habe mir das angeschaut. Irgendwann habe ich mal mit der Erdbärchen, also mit der Julia, damals geredet. Ich wusste, dass sie mich verarscht, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Die hat damals mit diesem einen Sean, mit diesem Delfintrainer irgendwie Affäre gehabt. Natürlich kann man sagen, jetzt hallo, das sagst du jetzt bloß so. Aber es ist definitiv keine Lüge. Ja, sie verarscht mich. Und dann habe ich halt mit ihr auch geschrieben, auch über das Thema mit Delfinsex. Und dann meinte sie, nee, Delfintrainersex, bla. Das ist einfach Delfinsex. Ihr habt vielleicht das schon mal gehört. Was die Sache mit der Pädophilie angeht. Ich brauche da, denke ich, nicht großes Blatt vor den Mund nehmen. Heutzutage ist das eigentlich nochmal ungewöhnlich. Aber ich bin pädophil. Ich fühle mich auf jeden Fall zu jüngeren Menschen hingezogen. Also sexuell hingezogen. Seit ich mich erinnern kann, stehe ich auf Kinder. Es gibt nicht zu jung, sondern nur zu eng. Im Internet, man schaut sich Pornos an. Das ist ganz normal. Ich schaue da auch sogar regelmäßig welche. Kinderpornografie habe ich jetzt gesehen, Gott sei Dank. Ich finde sowas geil. Ich werde euch am Montag noch ein paar Videos machen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag soll in Zukunft jedes Mal ein Video kommen. So war ich und so bin ich. So werde ich immer sein. Drachenlord, Rainer Winkler. Drachenlord. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Menschen da draußen, der ebenfalls solche Probleme hat.